Die Schwerpunktthemen der nächsten GDA-Periode sind sicheres und gesundes Arbeiten, Prävention mithilfe der Gefährdungsbeurteilung, gemeinsam, systematisch und sicher für einen sicheren Umgang bei krebserzeugenden Stoffen und sicheres Arbeiten bei physischen und psychischen Belastungen. Wenn es die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie nicht geben würde, müsste man sie eigentlich erfinden. Es ist nämlich ein Zusammenschluss zwischen Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern und wir arbeiten dort auch zusammen mit den Sozialpartnern. Letztlich geht es darum, dass wir zu einem konsistenten und abgestimmten Handeln im Bereich der Beratung und Überwachung kommen und dass wir auch ein konsistentes Regelwerk haben.